So, und da sind wir wieder bei The Forest. Und wie ihr seht, Version 0.03. Wollte ich nur mal gerade gezeigt haben, weil ich habe gerade richtig lange runtergeladen, irgend so ein Update. Okay, das ging eigentlich, das waren 10 Minuten. Aber das heißt wahrscheinlich wieder neu anfangen. Und von daher wollte ich das nochmal zeigen. Ich habe trotzdem mal Laden gedrückt. Was dann passiert, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird es dann wieder neu im Flugzeug anfangen. Ich habe mir nicht durchgelesen, was alles so gechanged wurde. Das werde ich dann danach tun. Dann werde ich es wahrscheinlich in der nächsten Folge euch sagen, wenn ich nicht schon alles herausgefunden habe. In dieser Folge. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber es könnte ja sein. Und das Laden, das ist immer noch genauso lang. Die Intro-Sequenz könnten wir sowieso überspringen, wenn wir da jetzt wieder drin sind. Hoffentlich wurde das Speichern wieder richtig gemacht, endlich mal. Dass man auch alles behält. Das wäre richtig toll. Dann hätte ich nämlich gar nichts mehr einzuwenden bei dem Spiel. Sonst wohl noch ein paar Rezepte dazu, aber sonst reicht das eigentlich, wenn der richtig speichert. Denn so komme ich auch ganz gut zurecht. Okay. Ihr seht, ich bin jetzt an einem anderen Punkt. Kann mir einer sagen, wo? Und es hängt. Aber Hauptsache, das Buch da bewegt sich noch. Das Buch da leuchtet. Finde ich komisch. Hat das jetzt gespeichert oder hat das nicht gespeichert? Ihr seht ja, ich bin hier an irgendeinem Punkt. Ich weiß nicht mal wo. Wo bin ich? Warum passiert nichts? Das habe ich normalerweise auch immer, andauernd. Ich mache hier mal kurz eine Pause, dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, so wie es aussieht, wird das wohl nichts mit dem alten Spielstand. Aber guckt mal, The Calm Forest mit einer Blume hier. Ich habe jetzt den Peace Mode. Also, dass keine Einwohner kommen. Den will ich auch mal so wirklich jetzt mal so ein bisschen testen. Die Einwohner können wir ja später irgendwann mal wiederholen. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Vermutlich kommen sie irgendwann wieder. Auf jeden Fall kann man ja besser bauen, wenn keine da sind. Und von daher nutzen wir das mal aus. Ich will ja auch mehr erkunden, anstatt immer nur gejagt zu werden, in einer Ecke rumzuhausen. Keine Ahnung. Übrigens, habe ich mir ganz viel durchgelesen. Und wenn ihr das auch machen wollt, was ich gerade gemacht habe, also diesen Peace Mode. Im Hauptmenü müsst ihr dann Vegan Mode schreiben, zusammengeschrieben, in klein. Dann könnt ihr das nehmen. Ja, wir sind ziemlich weit oben. Da ist schon der Wald. Mal sehen, wo wir hier auskommen. Hoffentlich nicht wieder direkt dort, wo wir sonst immer sind. Gut, hier dürften eh keine schlimmen Viecher sein, außer der da. Wir haben übrigens jetzt einen Kopf. Können wir ein bisschen nachdenken über das, was wir tun. So, was gibt es denn hier für ein Special Item? Das stand auch in dem Changelog. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob das wirklich speichert, die ganzen Sachen, aber ich hoffe es mal. Da leuchtet was komisch. Okay, jetzt erklären die uns das ein bisschen mehr. Das Leben ist komisch.
Es wurde ein bisschen umgeändert von den Farben her. Das da ist das Special Item. Der sagt mir meine Schritte. So werde ich schön Dingens. Mein Pedometer. Da kann man ganz gut checken, welche Pedos ich gefunden habe. Tun wir den mal weg. Ist aber ziemlich dunkel hier, muss ich sagen. So, klappt der hier noch? Ja, der klappt noch. Das ist der Megateros-Move. Wir haben auch ein paar neue Rezepte hier, zum Beispiel den normalen Kopf auf den Stick, Regen, hier noch Hände. Bei Booten klappt jetzt das Hausboot, das irgendwie ein bisschen komisch aussieht und 125 Loks braucht. Das normale Haus, das klappt jetzt auch. Das hier. So, haben wir hier noch was? Ja, den Stickholder. Wie man ironischerweise mit Sticks macht. So, jetzt müssen wir zum Glück nichts mehr fürchten. Das macht aber unsere Waffen irgendwie ein bisschen unnötig. Naja, vielleicht hole ich die ja nochmal wieder, wenn ich ein gutes, schönes Lager habe, wo mir nichts passieren kann. Dann kann man natürlich auch besser die Höhlen erkunden, wenn keine da sind von denen. Ist ja auch ein Vorteil. Ich kann keine Steine mehr tragen. Und ich bin blutig. Schade, hier ist kein Speer. Aber hier sind Fische. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Übrigens, die Yacht, die wir immer bei uns hatten, die ganze Zeit bei unserem einen Lager, die ist jetzt auch nicht mehr an dem Punkt, wo die vorher war. Kommt der Ball einfach wieder runter. Ich will nicht den Stein. Oh ja, der Peace Mode, der macht doch mal Spaß. Das ist voll für die richtig harten Kerle, die sich erstmal was aufbauen wollen und dann erst kämpfen wollen. Ja, wir sind wieder hier. Nur diesmal ist keine Yacht hier. Aber ein Toter. Ob ich hier nochmal meine Basis hinbauen will? Doch, da ist doch die Yacht. Aber die ist jetzt woanders. Die war vorher dort hinten. Ja, Gewitter. Bei Gewitter sollte man übrigens nicht schwimmen gehen. Ich tue es trotzdem. Ja, jetzt gibt es auch Unterwasserpflanzen, die dir voll viel nützen, weil du kannst ja unter Wasser gehen. Bestimmt. Die Haie haben mich ja schon einmal getötet. Jetzt ist natürlich noch die Frage, ob ich im Peace Mode, ja genau, die Waffe ist jetzt einfach hier oben, ob ich im Peace Mode auch wieder in die Höhle komme, wenn ich sterbe. Weiß ich halt nicht. Ja, das ist deine Hand.
muss ich natürlich aufpassen. Gut, ich hab's rausgeschafft. Hätte schlimmer kommen können. Ich habe eine Idee. Machen wir doch unser Haus direkt vor diesem Loch, wo man reingehen kann. Wo vermutlich noch besser drin. Dann können wir nämlich zur Not einfach da reingehen. Auch wenn die Not niemals eintreten wird. Das ist doch mal schlau. Überhaupt nicht verschwendet. Dass da bloß hier keiner auf so eine Idee kommt, dass das verschwendet wäre, das geht nicht. Das muss so. So, die Tür kommt. Hier. Hin. Kann das nicht mal richtig sein? Genau, so wollte ich das nicht. Mache ich das halt selber. So. Kann ich auch voll durch den Stein durch? Das passt auf jeden Fall. Stickholder könnte ich mir jetzt bauen. Ja, der sieht auf jeden Fall aus wie ein Stickholder. Den ich mir auch voll leisten kann. Und Essen, Essen, Essen. Wo ist Essen? Hier. Baust du das mal dahin, ne? Ich habe mich gerade gewundert, warum steht denn da jetzt 37? Aber ich habe ja die ganzen anderen da noch. Theoretisch könnte ich jetzt meine eigene Axt dafür benutzen. Also meine andere. Wohl eher gesagt. Komm schon. Wir werden vielleicht auch mal in die Höhle reingehen und gucken, ob das wirklich Peace Mode ist hier. Und mal sehen, ob das ein bestimmter Herr herausfindet und das wahrscheinlich benutzt. Mal sehen. So, wo sind diese Baumstämme schon wieder hin, dort vorne? Sind das neue Bären oder sind das alte Bären? Die sehen komisch aus. Wie kann ich da den Sticks reintun? Ist das genauso wie mit den Loks? Oder klappt das nicht so super? Hier, C. Genauso würde ich meine Sticks dann auch anordnen. Bestimmt. Ein Lockholder kann ich hier übrigens auch mal einbauen. Und wehe, ich werde trotzdem noch angegriffen. Kann übrigens auch mehr Sticks tragen jetzt. Mal sehen, ob der den Vegan-Mode auch wieder wegmacht, wenn ich gleich aus dem Spiel rausgehe. Oder ob der den behält. Das würde mich echt interessieren. Ich habe gar kein Essen in mir drin. Wow. Habe ich nicht eben auch voll viel gegessen? Ich würde ja den Walkman anmachen, wenn er nicht so laut wäre.
komisch haut der denn hier auf den Baum? Hau doch mal richtig. So, das klappt auch wieder richtig. Und jetzt baue ich mir was Schönes. Was richtig Tolles. Und dann irgendwann in irgendeiner Folge werde ich dann erfahren, oh, das ist ja überhaupt nicht mehr spannend, weil keiner mich angreift. Und dann greifen mich plötzlich wieder Leute an. Oh yeah, ich hab's wieder geschafft. Und der nächste Baum. Ich wäre ja stark dafür, dass ich vier Baumstücke tragen kann. So lang sind die jetzt auch wieder nicht. Moment mal, ich muss jetzt mal testen, ob ich wirklich einen Kopf habe. Ich hab einen Kopf. Die wollen jetzt schon zum Haus, die Baumstämme. Genau, ich baue mein Haus einfach in der Höhle drin. Das hier ist einfach nur Schutz, damit da keiner hinkommt. Das ist voll unnötig dann. Irgendwie ist das dann unnötig, weil die kommen ja eh nicht in die Höhle rein. Wahrscheinlich kommen sie nicht. Okay, das sind keine guten Bären. Obwohl sie blau sind. Man darf den Blauen niemals trauen. Denn die könnten sich verhauen. Ich habe gerade gedacht, sind jetzt schon die Haie hier vorne oder was? Oder ist was anderes? Was ist das? Das ist ein Stein. Sieht so aus wie ein Rochen. Oder ein Hai. Ich frage mich, wie viele Sticks ich da reintun kann. Dabei hatte ich gerade so viel auf dem Strand gemacht. Wäre eigentlich voll geil gewesen. Hätte ich das behalten. Warum fällt er immer auf mich? Dieser Modus hier wird auf jeden Fall sinnvoller, wenn mal endlich der Hunger so gemacht wird, dass man auch wirklich Schaden dadurch kriegt. Dann ist der sinnvoll.
Übrigens sollte ich vielleicht erst mein Lager aufbauen, bevor ich darum was baue. Sonst kann ich ja nicht speichern. Ja, man kommt hier nicht mehr durch. Aber man kommt teilweise rein. Ein Stick noch. Dick. Und jetzt werde ich den Baum hier noch fällen. Hoffentlich schnell das Teil da fertig kriegen. Habe hier irgendwie doch Mist gebaut. Ich werde den Eingang dann ein bisschen verlegen in der nächsten Folge. Aber ja. Wollte ich gar nicht essen. Ich hoffe, dir immer einen wegzulachen, wenn du was isst. Finde ich voll witzig. Ich sehe nichts. Drücken wir L und halten das Spiel damit an. Oh yeah, jetzt sehe ich voll viel mehr. Jetzt sehe ich was. Baumstamm. 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 Gewitter. Das ist voll das Random. Alter, die Schildkröte. Das ist ja voll das random Yacht-Teil. Das ist voll random gespawnt. Das ist ein bisschen weiter weg als. Also ein bisschen weiter von der Position, wo es vorher stand. Okay, jetzt habe ich. Nur, jetzt habe ich keine Stones mehr, auch keine Sticks. Damit. Stick. Stone. So. Alter, ist das dunkel. Sieht man ja gar nichts mehr. Noch schlimmer als vorher. Okay, jetzt geht's wieder. Hohe Gewitter. So. Ich will hier pennen. Ich würde da mal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.